Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, also ich sehe hier sehr schicksalhafte Entwicklungen schon auf einen Blick in mehreren Karten, ja. Sehr, sehr viele Karten, die hier auf Positives hindeuten. Da wollen wir natürlich auch erfahren, was kann man hier machen. Aber zuerst verschaffen wir uns wie immer einen Überblick über die Ausgangssituation. Ja, jetzt habe ich hier auf deiner Ebene hier gleich einen Hinweis. Es gibt hier irgendetwas zu beachten bezüglich ja deines Wachstums und auch einer bestimmten Sache, die hier ins Rollen kommen soll. Da möchte ich jetzt gleich mal ein bisschen in die Tiefe gehen und mal nachfragen, ob wir da ein bisschen mehr erfahren können. Da kommen gleich. Ah, okay. Das sind ja auch gute Neuigkeiten. Die gehören hier beide hin. Normalerweise nehme ich maximal drei Karten pro Position, aber manchmal kann es auch sein, dass es sich einfach richtig anfühlt, dass hier mehr Karten fallen. Ja, es gibt hier etwas zu beachten, mein lieber Steinbock. Das deutet darauf hin, dass hier vielleicht der ein oder andere schon ein bisschen demotiviert ist zum aktuellen Zeitpunkt. Also, dass du hier vielleicht schon länger auf eine bestimmte Entwicklung wartest. Und das Universum sagt, es ist jetzt besonders wichtig, mein lieber Steinbock, weiterzumachen. Denn wir bekommen hier ein bisschen Tendenz herein, ja, also das sehe ich auch hier schon in der Tendenz, also wirklich sehr, 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 sehr spannend. Deine Mühe soll sich bezahlt machen, beziehungsweise deine Mühen. Hier steht demnächst eine Art Gewinn an, Erfolgserlebnis. Also das kann eben auch durchaus die Finanzen betreffen. Wir haben hier auch einige Karten, die auf die Finanzen hindeuten. Hier, hier, hier und hier. Es gibt natürlich noch mehr Karten, die damit zu tun haben, aber die haben schon recht konkret eben auch damit zu tun. Und das, was jetzt besonders wichtig ist, mein lieber Steinbock, sagt das Universum, also das gilt es zu beachten, ist, dass du dafür sorgst, ja, dass bestimmte Dinge abgearbeitet werden, fertiggestellt werden, ja, dass du hier einen freien Blick hast. Also das Universum deutet darauf hin, dass es wichtig ist, ja, bestimmte kleine Hürden, so Mini-Herausforderungen, Mini-Hürden, Mini-Erledigungen, die sich hier offenbar doch schon summieren, langsam, dass man genau diese Dinge jetzt hinter sich bringen soll. Denn hier steht, wie gesagt, etwas an. Und das dauert hier nicht mehr allzu lange. Ja? Also du bist hier kurz vor dem Durchbruch. Schauen wir mal weiter. Hier geht es um einen schicksalhaften Wendepunkt, ja, der sich hier zeigt und in Verbindung mit einer weiteren Person, jemand, der dich aktuell unterstützt
oder diese Unterstützung kommt in den nächsten wenigen Stunden oder Tagen zustande. Ja, es ist eine Art Austausch, beziehungsweise du kannst von den Erfahrungswerten oder von dem Wissen einer anderen Person profitieren. Das kann ja durchaus auch ein Expertenrat sein. Und das Universum sagt, dieser Wendepunkt wird durch diese Kommunikation ins Rollen gebracht, ja. Schauen wir jetzt noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier liegt schon der Erfolg, ja. Das sehe ich bei den meisten, aber erst so, dass sich das in der nächsten Zeit zeigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier einige aktuell ein Erfolgserlebnis zu verbuchen haben. Für mich fühlt sich das hier aber auch hier in dieser Verbindung ganz klar danach an, dass das hier auf dich zukommt. Ja, mein lieber Steinbock, also bleib dran, worum auch immer es bei dir gerade geht. Also der Erfolg steht hier offenbar wirklich kurz bevor. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Also was ist blockiert? Was blockiert dein Vorankommen? Was ist herausfordernd? Da haben wir hier gleich ein Thema, ja, also da geht es auch um deine Energie, deine Kraft, ich denke auch ein bisschen um die Intuition, das wollen wir uns jetzt auch gleich näher ansehen. Okay. Jetzt verstehe ich, warum hier die Unterstützung liegt. Also ist das bei den meisten vermutlich etwas, das noch ansteht. Also entweder Unterstützung aus dem Umfeld oder eben eine Art Expertenrat. Denn hier sehe ich, du kommst nicht zurecht in deine Energie, weil hier so viel zu tun ist. Das macht jetzt auch Sinn, denn das Universum sagt hier auch, bring die Dinge hinter dich, ja, die dir hier gerade im Weg stehen. Vor allem die Dinge, die nicht einen so hohen zeitlichen Aufwand verlangen. Aber in der Summe dann natürlich recht viel werden können. Deshalb ist das ist hier schon mal ganz besonders wichtig. Da sehe ich eben auch eine schicksalhafte Erkenntnis liegen bei sehr, sehr vielen, die hier auch wichtig ist für diesen Wendepunkt. Schauen wir mal auf deine Ebene. Hier haben wir auch einen Verweis auf die Ausgangssituation. Also in dieser Legung passt wirklich alles zusammen. Also sehr, sehr interessant, mein lieber Steinbock, was sich bei dir tut. Hier geht es auch darum, eine Lösung zu finden. Also das ist ja auch eindeutig dieser Wendepunkt, der sich hier schon zu Beginn der Legung gezeigt hat. Und das steht hier auch in Verbindung mit einer Kontaktaufnahme. Ja, und das ist hier aktuell noch blockiert. Also dürfte meine Vermutung hier auch stimmen, ja, dass hier ein Austausch noch ansteht. Das kann auch eine gleichgesinnte Person sein. Ja, man kann sich hier etwas geben gegenseitig. Ja, es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Also ich sehe hier schon auch einen gewissen Ausgleich. Und du kannst hier eben vom Wissen einer anderen Person profitieren. Gehen wir jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns ja auch immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat oder eben einer bestimmten Person. Ja, und da sehe ich, es geht hier um einen Anfang, der aktuell noch blockiert ist. Und das hat hier auch mit dieser Übergangsphase zu tun, mein lieber Steinbock. Also wirklich interessant, was sich hier in dieser Legung zeigt. Und dieser Wendepunkt oder diese Veränderung, die wir hier haben, also es soll sich ja offenbar im Umfeld etwas verändern. Ich glaube, dass sich deine Position in deinem Umfeld verändert, wenn ich mir das so ansehe, ja. Habe ich hier wirklich ganz stark das Gefühl. Und es geht, wie gesagt, um einen Anfang, den sehen wir hier auch in diesem Wendepunkt und das ist hier aktuell auch noch blockiert. Hängt also offenbar auch mit dieser Kontaktaufnahme zusammen. Und ich bin mir aber auch sehr sicher, mein lieber Steinbock, dass das hier eine Art Spiegelsituation ist, also dass du auch dieser Person, die du hier aufsuchst, etwas mitgeben kannst. Also das sehe ich hier auch ganz klar für eine größere Gruppe. Also was wir hier sehen, ja, im Umfeld ist ein Anfang, vielleicht auch eine Zusammenarbeit, das kann auch ein neuer Kontakt sein, mein lieber Steinbock, das ist auf jeden Fall etwas mit Wachstumspotenzial, das hier auf dich zukommen soll. Vielleicht weißt du auch schon, worum es sich hierbei handelt.
Wir schauen jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Das Universum sagt hier mit der Universumskarte gleich ganz zentral, es ist wichtig zu starten. Ja, also es ist wichtig weiterzugehen. Das haben wir hier auch zu Beginn der Legung schon liegen. Das Universum sagt ja auch, verschaff dir einen guten Überblick, schaff die Hindernisse aus dem Weg, die nicht allzu viel Arbeitsaufwand verlangen. Aktuell, ja, schau, dass du einen guten Überblick bekommst und teile dir auch deine Zeit gut ein. Du bist ja am Beginn einer schicksalhaften Reise, eines schicksalhaften Weges. Das sehe ich eben auch hier im Umfeld, das aktuell noch blockiert ist. Also geht es hier auch darum, dass du hier den ersten Schritt machen sollst. Ja? Also das macht natürlich auch Sinn, vor allem wenn es darum geht, mit einer bestimmten Person in Kontakt zu treten. Schauen wir mal weiter. Hier möchte ich auch noch eine weitere Information haben. Okay, das Universum sagt, ja, es ist wichtig, dass du hier zuversichtlich bist. Hier bekomme ich jetzt nämlich eine Information, die erklärt mir auch, die möchte doch auch noch mit. Okay, alles klar, das unterstreicht das Ganze. Es geht hier um eine Person in deinem Umfeld, die sich dir gegenüber eher negativ verhält, vielleicht eben auch Zweifel schürt. Also das sehen wir hier gleich in Kombination. Deshalb auch der Verweis darauf, dass hier Schicksalhaftes ansteht, mein lieber Steinbock, und es ist wichtig, dass du dich von den Äußerungen dieser bestimmten Person nicht davon abbringen lässt. Also offenbar schüren diese Aussagen Zweifel. Das kann hier auch eine sehr dominante Person sein, von der du dich vielleicht vereinnahmt fühlst. Also irgendetwas hat es mit dieser Person auf sich, das löst hier etwas Drückendes aus, ja. Das kann eben auch bedeuten, dass man dieser Person vielleicht nicht alles sagt, was man beispielsweise vorhat, ja, wenn du hier vielleicht bestimmte Pläne hast. Also bei manchen geht es ja definitiv um die Bestimmung, um die Berufung, beziehungsweise sehe ich hier auch bei vielen etwas Berufliches liegen, ja, dass hier vielleicht eben auch eine Neuorientierung könnte das sein, vielleicht auch ein neues Standbein. Und hier sehe ich einfach, der Einfluss dieser Person ist aktuell eher kontraproduktiv. Das muss jetzt aber nicht bedeuten, dass diese Person hier irgendetwas Negatives im Schilde führt. Es kann auch jemand sein, der tendenziell eher zuerst spricht, bevor nachgedacht wird. Ja, also ist es auch wichtig, dass du die Aussagen dieser Person wirklich kritisch hinterfragst. Ja, denn hier geht es nicht um konstruktive Kritik. Die konstruktive Kritik, die sehe ich hier in der Ausgangssituation bezüglich dieser Person, ja, die sich hier mehrfach schon in der Legung gezeigt hat. Und es ist wichtig, ja, dass du hier auch dein Ziel erkennst, wo du hin möchtest, ja, auf was bewegst du dich zu, ja, das kann hier durchaus auch ein Lebenstraum sein, um den es hier geht. Und das soll dazu führen, dass sich hier diese Blockade löst mit dieser Kontaktaufnahme. Dass du hier vielleicht auch erkennen kannst, wer dich hier unterstützen kann oder wen du hier um Rat bitten könntest. Gehen wir jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Und hier sehe ich auch, ja, hier sehe ich auch etwas in Bezug auf diese Ausgangssituation. Also es ist wirklich eine sehr spannende Legung, mein lieber Steinbock. Ich möchte nur hinzufügen, ja, solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, kannst du natürlich auch jederzeit die Legungen zu deinem Aszendenten oder Mondansehen, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können, wann welche Legung erscheint. Das findest du immer unten im Infotext oder unter Kanalinfo. Jetzt aber wieder zurück zur Legung. Also hier ist einiges zu tun, einiges ist liegen geblieben, das habe ich hier auch schon gesehen. Und das Universum sagt, es ist wichtig, hier schon auch ehrlich zu sein, also das auch zu sagen. Also das ist ein Hinweis darauf, mein lieber Steinbock, dass du das hier vornehmlich mit dir selbst ausmachst oder versuchst, hier wirklich sehr, sehr viel alleine zu stemmen. Und das Universum sagt, hier geht es eben auch darum, dass dich hier jemand unterstützt. Ja, das muss jetzt nicht konkret mit diesem Vorhaben oder mit diesem Anfang zu tun haben, ja, denn hier sehe ich eben auch etwas,
etwas sehr Schicksalhaftes. Das können Erledigungen rundherum sein, um die es hier geht. Ja, beispielsweise, vielleicht wohnst du mit jemandem zusammen und es geht hier vielleicht auch um Erledigungen im Haushalt. Also nur um ein Beispiel zu nennen, das einfach wirklich ganz greifbar ist, ja, wo es hier vielleicht auch darum geht, dass man sich das besser aufteilt, wo du dann eben, wenn wir das aus dieser Perspektive betrachten, eher den Löwenanteil übernimmst, ja, also das meiste erledigst und dann kommt einfach zu viel zusammen und du kommst hier dann auch nicht vom Fleck. Und es geht hier eben um diesen Wendepunkt und ich habe auch das Gefühl, dass du das schon regelrecht spürst. Hier ist eine Veränderung notwendig und auch schon spürbar, ja, und du bewegst dich darauf zu. Und Kommunikation ist hier offenbar auch der Schlüssel, ja, also dass man hier darüber spricht und dass du hier auch sagst, was dich hier belastet, beziehungsweise dass du hier auch sagst, was du hier alles in etwa zu tun hast, ja, wie viel Zeit beispielsweise du brauchst für diese ganzen Erledigungen. Und das ist besonders wichtig, ja, hier mit dem Umfeld zu kommunizieren oder mit einer ganz bestimmten Person. Ja, denn das ist hier offenbar doch einiges, was hier liegen geblieben ist. Und ich kann mir hier durchaus vorstellen, dass die Person oder die Personengruppe, um die es hier geht, dass die hier nicht wirklich, ja, das nicht wirklich verstehen, ja, weil du hier gute Miene zum, ja, vermeintlich bösen Spiel machst, ja, das ist hier wichtig, ja, dass das hier angesprochen wird, denn dann hast du hier auch den Rücken frei und diese Veränderung soll hier dann auch wie von selbst passieren. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Als erstes schauen wir uns gleich die Kurskorrektur an. Keine Sorge, mein lieber Steinbock, das ist nichts Dramatisches. Du weißt, Tendenzen sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Du hast dein Leben natürlich immer selbst in der Hand. Das sind einfach Trends, die sich abzeichnen. Und manchmal zeigt einem das Universum auch auf, wo man Acht geben sollte. Und das Universum sagt hier, was diese Person betrifft, ja, ist es wichtig, aus diesem Denkschema auszubrechen, denn dir könnte hier eine Möglichkeit entgehen, ja, jemand anderes könnte beispielsweise zuschlagen, wie bei einer Art Angebot, ja, und dafür möchte dich das Universum hier auch öffnen, ja, es ist wichtig, dass du an deine Ziele glaubst, an deine Träume glaubst und vor allem eben auch an dich, denn das könnte jetzt, also wenn du dieser Person zu viel Gehör schenkst, könnte dazu führen, dass du dich hier in nächster Zeit dich vielleicht dann ärgerst, weil sich hier eine Option aufgetan hat und du dann vielleicht aufgrund von Zweifeln abgesagt hast und dann im nächsten Moment merkst, ach, das wäre vielleicht doch eine gute Idee gewesen, das zu machen. Ja, also das gilt es hier zu beachten. Wichtig ist einfach deine Zuversicht, ja, und auch, dass du dich konkret mit deinem Ziel auseinandersetzt, denn diese Person, die wir hier zu Beginn der Legung sehen, ja, die hat hier eine gewisse Schlüsselfunktion. Schauen wir jetzt weiter. Hier sehe ich, dass dir etwas gegeben wird. Ja, also da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, dass es hier eben um diese wertvollen Informationen geht. Ich meine, das kann auch bei einer ganz kleinen Gruppe der Fall sein, dass es hier vielleicht auch um ein Investment in deine Idee geht, wenn du hier vielleicht eine Idee verwirklichen möchtest. Ganz allgemein gesehen sehe ich das schon eher so, dass es hier mehr um eine für dich auf lange Sicht gesehen lukrative Information geht, eben von dieser Person, die sich hier so markant in der Legung zeigt. Und ja, den Startschuss für diese Information, den gibst du hier auch, indem du dich hier diesem Weg zuwendest, ja, dich wirklich damit auseinandersetzt und auch die Weichen stellst, eben indem du hier sozusagen klar Schiff machst, dass du diesen Weg auch beschreiten kannst. Schauen wir jetzt hier noch auf die Ebene des Umfeldes. Ja, und ich sehe es auch hier, mein lieber Steinbock, ja, da steht etwas an, das mit Glück zu tun hat, also das erwartest du nicht, also ist diese Information offenbar etwas, das für dich persönlich neu ist, das sehe ich hier einfach auf beiden Positionen, das auch mit den Finanzen eben zusammenhängen könnte, ja, wo sich vielleicht eben
ja, die Finanzen verbessern könnten. Vielleicht geht es auch um einen bestimmten Geldeingang. Und das, was ich hier auch sehe, ist eine bestimmte Transparenz, ja, also dass hier etwas ganz glasklar wird. Und das hat hier eben auch mit diesem glücklichen Zufall zu tun oder mit dieser Information, die dich hier zum Glück führt, ja. Also das ist hier definitiv auch etwas sehr, sehr Positives. Also es steht hier ein positiver Wendepunkt an, mein lieber Steinbock. Da hoffe ich wirklich, dass das hier deine Legung ist. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.